komme zu den Punkten 1 und 2 der Tagesordnung, die zusammenzufassen sind, ist vorgeschlagen. Wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkten 1 und 2. Wir haben mehrere Wortmeldungen zur Geschäftsordnung gehört. Es geht hier zu Beginn um das Energieeffizienzgesetz, jenes Gesetz, das eigentlich schon bei der letzten Nationalratssitzung hätte beschlossen werden sollen, aber aufgrund der fehlenden Zweidrittelmehrheit gescheitert ist. Dieses Gesetz wurde jetzt adaptiert. Die Gesetzesänderungen im Verfassungsrang wurden herausgenommen, sodass die Regierung heute mit einer einfachen Mehrheit dieses Gesetz beschließen kann. Der zweite Tagesordnungspunkt, der wird hier auch dazu behandelt. Hier geht es um Förderungen für Unternehmen, die besonders von den hohen Stromkosten betroffen sind, also vor allem die Industrie. Hier soll es befristete Förderungen geben, rückwirkend für das Jahr 2022. Rund 230 Millionen Euro sind maximal dafür budgetiert, so ich mir das ausgerechnet habe. Tagesordnung 1 und 2 wird in einem in der Debatte durchgeführt. Es sind die Berichte des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über den Antrag 3426 durch ADA Abgeordneten Hammer, Graf, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesenergieeffizienzgesetz geändert wird in 2050 der Beilagen, sowie die Regierungsvorlage 1774 der Beilagen Strompreiskostenausgleichsgesetz 2022 in 2051 der Beilagen. Hinsichtlich dieser Berichte verweise ich darauf, dass die Fristsetzung bis 31. Mai 2023 beschlossen wurde. Ein Verzicht auf die 24-stündige Auflagefrist der Ausschussberichte ist nicht erforderlich. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.